Jesus spricht über Weltfrieden. Ihr werdet eine kurze Kostprobe meines Königreichs erleben. 12. November 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Herr sei mit uns, liebe Herzbewohner. Nun, dies war eine ziemlich unerwartete Nachricht heute Abend. Lasst uns gleich damit beginnen. Der Herr begann: Weil ihr euch diese Dinge zu Herzen genommen habt, werdet ihr leben und nicht sterben, sagt der Herr, euer Gott. Weil ihr für diese Nation gebetet habt, damit mein Wille ausgeführt wird, trotz euren persönlichen Meinungen, werdet ihr an Seele und Leib gedeihen. Ihr werdet auf eine gesunde Art gedeihen und eure Feinde werden vor euren Augen besiegt werden. Weil ihr es euch zu Herzen genommen habt, für diese Nation und den Präsidenten zu beten, und die Wahrheit zu verbreiten. Aus diesem Grund wird mein auserlesenster Segen über euch und über diese Nation sein. Da ist eine lange gewundene Straße vor uns, meine Leute. Eine sehr lange Straße mit vielen Drehungen und Wendungen. Wenn ihr aber weiterhin betet und Opfer darbringt, wie ihr es getan habt, wird es zu einer geistigen Renaissance führen, wo es ein ungewöhnliches Maß an internationalem Frieden geben wird, zwischen den Nationen. Da wird es einen Vorgeschmack geben, davon, wie es sein wird, wenn ich auf dieser Erde regiere. So kurzlebig es auch sein mag, doch die Welt wird den Unterschied zwischen meinem Frieden und dem arrangierten, inszenierten Frieden der Elite erkennen. Ich gebe Ihnen eine Kostprobe von dem, wie die Welt sein kann, wenn ich regiere. Alle werden den Unterschied sehen und erkennen zwischen Satans Regierung und meiner. Dies ist eine außergewöhnliche Chance, jene zu konvertieren, die irregeführt sind, und an einer dunklen Regierung teilhaben, die sich als das Licht ausgibt. Da gibt es viele, besonders unter den Jungen, die sogenannte Generation X, die gute Herzen haben und auch die richtigen Dinge wollen, aber massiv getäuscht sind durch die Absicht der neuen Weltordnung. Und während er sprach, sah ich die Nationen der Welt, wie sie Güter und Ideen austauschen. Regierende Menschen, die für ein gesundes Land sorgen, besonders in Europa. Ich sah, dass Amerika vorangeht, weil Präsident Trump das Richtige tut für seine Bürger. Und indem er Gerechtigkeit einführt, folgen andere Nationen seinem Beispiel und fangen an, Dinge zu tun, die sie niemals für möglich hielten. Ich fühle, dass die Welthandelsabkommen diesen Planeten lahmgelegt haben, bis zum Punkt, wo nichts mehr funktioniert. Ich sehe, wie der Herr die Schere nimmt und diese Bänder durchtrennt. Und das löst Wohlstand aus, wo es unterdrückt wurde. Und es werden ehrliche Vereinbarungen getroffen, von welchen alle profitieren, anstatt nur das korrupte und veraltete System. Jesus fuhr weiter. Die Nationen werden nicht mehr zu Egoismus neigen, auf Kosten von anderen Nationen. Vielmehr wird es einen beispiellosen Geist der Kooperation geben. Wenn Sie sehen, dass wenn man das Richtige tut, dass es allen Wohlstand und Fairness bringt. Dieser Geist wird ansteckend sein und sogar die kleinsten und anfälligsten Staatshoheiten berühren.
An diesem Punkt sah ich buchstäblich, wie jede Nation seinem Nachbar eine helfende Hand reicht, um aus der Not zu helfen. Jemand erhob sich und streckte seine Hand aus und zog ein anderes Land aus einem Sumpf. Der Herr fuhr weiter. Staatsoberhäupter werden sehen, dass Kriege kontraproduktiv sind für Wohlstand und dass Besseres erreicht wird durch Frieden und Kooperation als durch Gewalt. Ein Vorgeschmack. Ich schenke euch eine Kostprobe dessen, wie mein Königreich sein wird, wenn ich komme. Und es hat keine Ähnlichkeit mit dem, was der Feind versucht hat einzuführen, was zum sogenannten Besten diene für die Leute. Die Jungen werden darauf reagieren und erstaunt sein, dass so etwas Erfolg haben kann. Es wird kurzlebig sein, aber es wird eine unmissverständliche Einheit spürbar sein in der Welt, ohne Gewalt und Intrigen. Ich sage euch diese Dinge, weil ich möchte, dass ihr dafür betet. Betet für eine ehrliche Einheit in der Welt, wo Freiheit beibehalten wird, aber ein Geist der Kooperation die Führer hemmt, anderen Böses anzutun. Ich fragte den Herrn an jenem Punkt: Aber was ist mit dem Buch der Offenbarung? Wird sich das erfüllen? Und er antwortete: Es wird erfüllt, auch jetzt, aber Gebet verändert Dinge. Gebete verschieben Katastrophen und Kriege. Gebete erzeugen einen Geist der Kooperation und des Lebens, anstatt der Unterdrückung und des Todes. Da gibt es jene, die diesen Frieden niemals erkennen werden, und sie werden auf Gewalt gegen all die anderen Menschen auf der Erde bestehen, genau wie es geschrieben steht. Der Engel des Herrn sagte zu ihr: Schau, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat deinen Kummer gehört. Er wird ein wilder Mann sein, seine Hand gegen jeden und jede Hand gegen ihn, und er wird in Feindschaft leben gegen all seine Brüder. 1. Mose 16, 11 und 12. Hier spricht er zu Hagar. Der Herr fuhr weiter: Aufgrund dessen, was hier geschrieben ist, wird es keinen Frieden geben unter den Ismaeliten, noch werden sie die Friedensherrschaft tolerieren, und dies wird die Annullation der Friedensperiode zur Folge haben. Claire: Die bösen Mächte werden sich bedeckt halten während dieser Zeitspanne und auf die Chance warten, die Welt wieder ins Chaos zu stürzen. Aber da wird es einen Vorgeschmack von Frieden geben und er wird süß sein. Herr, wie lange wird dies dauern? Er antwortete: 2 Jahre. Betet dafür, meine Leute. Es ist die Chance, auf welche ihr gewartet habt, um eure erwachsenen Kinder zu mir zu bringen. Es ist eine flüchtige Kostprobe meines Königreiches. Nun, das ist genug für den Moment. Ich will, dass ihr alle wisst, was wir hier zusammen tun. Ja, wir tun dies zusammen. Eure Reue, eure Gebete und eure Opfer bringen eine Kostprobe des Friedens hervor. Was die Menschen sagten, dass es niemals funktionieren würde, wird besser funktionieren als alles, was sie arrangiert haben, indem sie Gewalt und Intrigen nutzten. Genauso wie die Bedenken betreffend dem Mann, den die Welt ausgelacht hat. Alle werden sehen, dass ihre ganze Intelligenz verblasst
vor der Weisheit, die ich ihm schenke. Also, meine Lieben, ihr habt es alle gut gemacht. Bitte betet und opfert weiter. Ihr werdet über euer Verständnis hinaus gesegnet sein durch das, was wir zusammen erreichen. Ich glaube an euch, meine Leute. Ich glaube an euch.